Gut, dann werde ich mal die auch hier einsetzen. Wie war jetzt der Hinweis? Der Weg ist seine gefolterte Seele, gestohlene Funken, die düstere Stadt. Okay, also die düstere Stadt ist auf jeden Fall das gemeint. Die gefesselten Kinder da unten, Bild von David da und Bild einer Schattenperson da. Du hast die richtige Kombination geliefert und somit bewiesen, dass du die Regeln des Albtraumreiches kennst. Du darfst eintreten. Das ist aber großzügig, dass ich das darf. Und da ist wieder die komische Kreatur, sage ich jetzt mal. Die maskierte Kreatur ist durch die Tür geflohen. Ich muss ihr folgen. Und da ist die erste Origami-Figur. 36 gibt es also insgesamt. Gut. Jetzt wissen wir zumindest, wie viele es gibt. Okay, und wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 weitere gefunden habe, da haben wir schon die erste Personenkarte freigeschaltet. Okay, alles klar. So, das sieht mir nach einem Dolchgriff aus, also brauche ich hier einen Dolch. Okay, Tagesentzieher. Der Kurator hat das Urteil verkündet. David Foster, die verräterische Schlange, die sich dem Gesetz der dunklen Stadt widersetzte, wird heute um 12 Uhr am Marktplatz hingerichtet. Also das, was wir im Intro gesehen haben, okay? Krass. Gehorche oder fahre hinunter. Das Urteil ist endgültig und nicht anfechtbar. David Foster, der über viele Jahre Verehrung für die Dogmen des Entziehers vortäuschte, wurde gezwungen, seine Medaille abzugeben. Es ist verboten, seinen Namen zu erwähnen, und er wird bald in ewige Vergessenheit geworfen. Lasst seinen Tod eine Lektion an jeden Narren sein, der es wagt, unserem weißen Herrscher zu trotzen. Gehorche oder fahre hinunter, wohl dem Kurator. Bewegte Bilder in einer Zeitung? Wäre dieser Ort nicht so schrecklich, würde mich dies beeindrucken. Ja, wie bei Harry Potter, ne? Okay. Achso, da habe ich jetzt wieder was aktualisiert. Okay, das brauche ich jetzt hier nicht vorlesen. In Not könnt ihr es ja selber durchlesen. Okay, hier brauchen wir ein Fledermaus-Emblem, wie man sehen kann. Okay. Gemälde. Okay, da fehlt mir auch so eine Kachel. Hallo Spinne! Du siehst süß aus. Überall gibt es Anzeichen von Folter und Leid. Was für eine große, unheimliche Statue. Wer ist das? Boah, gute Frage. Webstuhl. Hallo? Keine Ruhe für die, die sich dem Kurator widersetzen. Lasset euch dunklen Roben von dem großen Demontierer zerlegen und eure erbärmlichen Seelen in Ewigkeit blind wandeln. Keine Entzieher mehr. Der große Demontierer, diese Vorrichtung ist also dafür gedacht, Dinge zu zerlegen, nicht die zusammenzufügen. Krass. Okay. Hm, wo bin ich? Eine Art unterirdisches... Ein Aufzug. Es gibt also einen Weg, an die Oberfläche zu gelangen. Ja. Eine Art unterirdisches Gefängnis? Ja, sieht danach aus. Auf jeden Fall. So, und was ist auf der rechten Seite? Bin ja auch neugierig. Achso, das gleiche. Oh! Naja, fast das gleiche. Himmel! Diese dunkle Figur hat mir einen gehörigen Schrecken angejagt. Ja, ein bisschen erschreckt habe ich mich auch. Okay, gehen wir mal hier. Gefängniseingang. Hui. Und da ist, glaube ich, noch eine Origami-Figur. Yay. Supi. Jetzt haben wir schon zwei. Jo.
Ja, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt vielleicht das jetzt schaffe. Im dritten, im zweiten Teil. Das Naturgemälde, das die unteren Stockwerke des Gefängnisses versorgt, verblasst seltsam. Wenn wir das Wasser wieder herstellen, müssen wir umgehend reparieren. Aufseher. Also, jetzt kann ich es besser lesen. Okay, nochmal. Das Naturgemälde, das die unteren Stockwerke des Gefängnisses versorgt, verblasst langsam. Wenn wir das fließende Wasser wiederherstellen wollen, müssen wir das Gemälde umgehend reparieren. Aufseher. Auf der Nachricht stand, dass der Brunnen nicht funktioniert, solange die Zeichnung unvollständig ist. Wo könnte diese Zeichnung nur sein? Tja, das ist eine gute Frage. Die finden wir bestimmt noch. So, sonst gibt's hier erstmal nichts. Da liegt etwas hinter den Stäben, aber meine Hand passt nicht durch die Wurzeln. Ich muss diese irgendwie kürzen. Okay. Ah, da ist die maskierte Kreatur. Er ist nach oben gegangen. Ich muss ihn einholen und herausfinden, was er mit Emily getan hat. Jo. Alter Schwede. Ein bisschen unheimlich ist es ja schon. Er ist durch die Spalte entwischt. Wie kann ich ihm nun folgen? Ich wünschte, ich könnte das auch. Tafel. Warnung. Weiter oben ist ein produktiver Straftäter mit psychischen Problemen und dokumentiertem Grasmissbrauch. Wird des Kannibalismus und des Mordes beschuldigt. Drei Ausbruchsversuche unterzieht sich gerade wirksamer Musiktherapie. Okay. Bisschen eigenartig. Aquarium. Der Schlüssel ist am Schlüsselloch abgebrochen. Ich muss dies auf andere Weise öffnen. Hallo. Was befindet sich in dem Aquarium? Welche Art von Kreatur? Wollen wir das wissen? Nein. Termitarium. Ja, ist klar, wo Termiten halt leben, ne? Das Fenster ist geschlossen. Ich sollte einen Schlüssel finden. Ja. Dort ist etwas, doch ich komme nicht heran. Ich brauche etwas, worauf ich stehen kann. Was für ein unheimlicher Käfig. Ich muss hier vorsichtig sein. Darin möchte ich nicht enden. Zelle? Jemand ist aus dem Käfig ausgebrochen. Ich hoffe nicht, dass dieses Wesen mir hier in einer dunklen Ecke begegnet. Das wäre auch ein bisschen unheimlich. Nummer 569. Oh Gott, da ist er. Den wir aus dem Intro gesehen haben. Ist das David? Kathleen, watch out! Wow, die Feuerschlange versperrt mir den Weg zu David. Solange ich sie nicht abgekühlt habe, komme ich dort nicht hindurch. Wow, okay, es ist David. Boah, hat die mich jetzt gerade erschreckt, ey. Okay, also da kann ich jetzt auch noch nichts machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die maskierte Kreatur uns helfen will oder ob sie irgendwie was Böses vorhat. Ah, okay, aber das werden wir ja noch sehen. Okay, die ist jetzt weg. Okay. Tja. Ich bräuchte irgendwie Wasser. Warte. War da jemand hinter dem Tor? Also ich kann da jetzt... Moment mal. Kann der Ringschirm mir vielleicht da helfen? Nee. Schade. Ah, da haben wir ja einen Schlüssel. Wenn ich dem Rohr zu nahe komme, friere ich ein. Brrr. Nee.
Okay. Ist das hier für die Termiten? Ja. Gut. Und ich habe da schon gerade eine Origami-Figur gesehen. Ah, eine Spinne. Okay, ist doch nett. Gut. Wow, dieses versteinerte Blatt ist wirklich scharf. Ich sollte aufpassen, mich nicht zu schneiden. Selbst wenn ich eine Termite einfange, fehlt mir ein Behälter dafür. Hätte ich doch nur ein Gefäß mit einem hölzernen Köder. Tja. Die Pflanze ist tot und versteinert. Wow, auch noch versteinert, okay. So, jetzt habe ich eine Klinge. Jetzt überlege ich, ja, vielleicht hier bei den Wurzeln? Nee. Okay. Dann halt nicht. Hier vielleicht? Ja, gut. Perfekt. Ein Dolch. Jetzt vielleicht? Ja, supi. Okay. Dann entfernen wir mal die Wurzeln. Es scheint, als war jemand in Eile und hat dieses kleine Ding fallen lassen, gelassen. Wenn ich etwas Langes finde, reiche ich dort bestimmt heran. Nimm dort den Regenschirm. Ah, da ist die Fledermaus, die wir unbedingt auch brauchen. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier erstmal alles. Rätselmarke und eine Dia. Okay. Ah ja, stimmt. Dann können wir... Ist das ja auch ein Origami? Ja. Oh, hätte ich das beinahe übersehen. Okay. Wie viel fehlt mir jetzt noch? Ach so, das ist... Ach so, das wird so zugeordnet. Ach so, ja, okay. Dann müssen wir uns halt noch ein bisschen gedulden. Ah, ein Rätsel, okay. Vertausche und drehe die Marken, um die Zeichnung zu vervollständigen. Okay. Okay, hier ist schon mal das Gesicht. So. Papa. So. Da ist... Ach, nein. Da ist ein halber Stern abgebildet. Oh, ich hoffe, das muss nicht perfekt genau sein. Das ist es nämlich ein bisschen schwierig dann. So, das könnte dahin kommen. Jo. So. Das könnte auch schon richtig sein. Ja, das sieht doch gut aus. Perfekt. Kinder vollstrecken. So geht es weiter. Magische Lichtung. Ich finde es ein bisschen krass, was sie hier mit den Kindern machen. Wahnsinn! Habe ich gerade die Welt in diesem Gemälde betreten? Ich würde mal sagen, ja! Und hier sind direkt zwei Origami-Figuren, wollte ich gerade sagen. Hallo, eine Riesenraupe! Also da ist auf jeden Fall... Okay. Diese riesige Raupe versperrt mir den Weg. Ich muss irgendwie an ihr vorbeikommen. Vielleicht gelingt es mir, etwas zu finden, um David aus dieser Welt zu befreien. So. Darf ich jetzt endlich mal die Origami-Figuren einsammeln? Danke. Da ist eine und da ist, glaube ich, auch noch eine. Perfekt. Also an manchen können auch zwei sein. Wie im ersten Teil. Dachte ich mir aber schon fast. Wow. Die riesige Raupe sieht cool aus. Was für eine gruselige Raupe, von der Größe ganz zu schweigen. Ja, Bambus. Das kann ich bestimmt als Feuerholz nutzen. Ich muss ihn nur irgendwie abschneiden. Ja, im Dolch.
Perfekt. Kann ich hier sonst irgendwas machen? Nö. Gut.